Willkommen auf meinem Podcast. Ich bin Sigrid A. Urban und heute möchte ich dir eine kleine, ein wenig erotische Geschichte vorlesen. Eiskalte Leidenschaft. Mein Blick huscht bestimmt schon zum 100. Mal zur Uhr. Es ist kurz vor 18 Uhr. Bald kommt er. Zitternd atme ich aus. Am Morgen, wenn er mich verlässt, ist es noch erträglich, seine Hand zu spüren, die ein letztes Mal nach mir greift, versöhnt mich in der Gewissheit, dass ich ihn erst in 11 Stunden wiedersehen werde. Der Vormittag vergeht meist ziemlich schnell. Heute überlegte ich mir, womit ich ihn abends überraschen könnte. Vielleicht mag er ja einen eisgekühlten Sekt. Der Gedanke, wie seine schlanken Finger nach dem beschlagenen Glas greifen, zieht mich in einen wunderschönen Tagtraum. Seine kräftigen Finger, die mich so sanft und dennoch fordernd berühren können. Ich sehe schon, wie er das prickelnde Getränk an seine Lippen setzt und einzelne eiskalte Tropfen über seine raue Wange perlen, hinab über seinen Hals, in die Tiefen seines geöffneten Hemdes. Oh, wie ich diesen Anblick liebe. Heute ist es erst 12 Uhr. Als sich dieser Traum allmählich auflöst und einer schmerzhaften Sehnsucht Platz macht. Ich kenne diesen Kram, als würde er zu mir gehören. Ich spüre ihn jeden Tag aufs Neue. Manchmal hält mich mein vormittäglicher Traum lange genug gefangen und bewahrt mich vor einem furchtbar langen Nachmittag, an dem ich unsäglich leide. Doch heute ist das Warten besonders nervenaufreibend. Mittlerweile habe ich mir eine Strategie erdacht, die mich davor bewahrt, durchzudrehen. Ich zwinge meinen Tagtraum erneut herbei. Erinnere dich, ermahne ich mich. Augenblicklich erscheint sein Bild vor mir. Dieses Mal trägt er kein Hemd. Er kommt ganz dicht an mich heran und beugt sich zu mir vor. Voller Konzentration betrachtet er mich und sieht dabei bis in meine innersten Tiefen. Nichts kann ich vor seinem stahlblauen Augen verbergen. Und ich will ihm auch nichts verheimlichen. Alles werde ich ihm geben, wirklich alles. Ich kann den Blick nicht von ihm losreißen. Sein starker Oberkörper, seine muskulösen Arme, seine Brustwarzen, die sich vor Erregung zusammenziehen, ganz spät werden. Vor Erregung. Ich lache leise auf. Das wünsche ich mir wirklich. Aber ich weiß, dass ich mir nichts vormachen muss. Je länger er in meine Betrachtung versinkt, umso kälter wird ihm. Komm schon, nimm dir, was du möchtest. Und er wird es sich nehmen. Er hat keine Scham. Er wird mich benutzen, wie schon so viele Male vorher. Aber das ist gut. Nur dafür bin ich bei ihm. Ein Schauder überläuft bei diesen Gedanken mein Körper. Ich schrecke aus meinen Träumen auf, als sich der Schlüssel im Türschloss dreht. Er ist da. Endlich. Komm, Geliebter, ich warte auf dich, rufe ich leise
aus der Küche. Doch er lässt sich Zeit, legt erst seine Jacke ab, wäscht sich die Hände und ich leide Qualen. So kurz vor dem Ziel, ihn zu sehen, ihn zu berühren. Jede Sekunde dehnt sich zu einem Vielfachen. Dann kommt er. Er sieht abgespannt aus. Der Sekt wird ihm sicher helfen zu entspannen. Kurz blitzt das erotische Bild von dem Sekttropfen, der seinen Weg über diesen göttlichen Körper bahnt, durch meine Gedanken. Ich ermahne mich zur Geduld. Ich darf ihn nicht bedrängen. Es dauert nicht mehr lang. Er ist mir schon so nah. Ich kann ihn riechen. Sein Duft nach Aftershave und leichtem Schweiß. Er hat seine Krawatte gelockert und den obersten Knopf geöffnet. Seine Augen sehen mich an und das Zittern setzt erneut bei mir ein. Er schüttert meinen Körper in freudiger Erwartung. Komm, den ganzen Tag habe ich gewartet. Er streckt seine Hand nach mir aus. Der hochgestreifte Hemdsärmel entblößt seinen sehnigen Arm, an dem die Adern leicht hervortreten. Mein Geliebter, komm. Seine Hände berühren mich und reißen kraftvoll die letzte Barriere nieder, die unsere Körper voneinander trennt. Dann beugt er sich vor und sein warmer Atem streicht über mein entblößtes, kühles Inneres. Genau, das ist es, was ich den ganzen Tag ersehnt habe, dich zu fühlen, deine Stärke zu spüren. Ja, gleich werde ich dir geben, was du brauchst. Gleich, gleich. Er blickt in den Kühlschrank, holt Butter und Wurstaufschnitt heraus. Dann greift er nach der Flasche Sekt. Einen kurzen Moment zögert er, runzelt die Stirn, stellt die Flasche zurück, dreht den Temperaturregler 2 Stufen zurück. Als er die Kühlschranktür schließt, stockt er kurz. Das Geräusch des Gerätes erinnert ihn entfernt an das Seufzen einer Frau. Zärtlich, voller Hingabe. Lächelnd schüttelt er den Kopf, was einem der erschöpfte Geist nach einem anstrengenden Tag nicht alles vorgaukelt.